Eins. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahre Stiftung Haus Lindenhof. Ja, 50 Jahre, das ist doch eine beachtliche Zeit. Das ist eigentlich ein langer Weg, den Sie gegangen sind. Da gab es sicher viele Höhen und Tiefen und deshalb will ich dem Team vom Stiftung Haus Lindenhof zunächst einmal meinen Dank aussprechen, wenn man sich überlegt, diese Höhen und Tiefen alle zu meistern, das braucht viel Engagement und viel Einsatz. Die Stadt und ich als Oberbürgermeister besonders will Ihnen auch im Namen des Gemeinderates Danke sagen, denn Sie sind für die Stadt ein ganz zuverlässiger Partner und Sie haben es geschafft, Menschen mit völligen Unterschiedlichkeiten zusammenzubringen und damit einen großen Beitrag zu leisten zur Stärkung der Stadtgemeinschaft. Und wenn ich daran denke, Sie sind ja auch ganz innovativ als Stiftung. Ja, mit 50 Jahren, da blickt man dann auch nach vorne. Was Sie geschaffen haben, zum Beispiel mit dem bunten Hund oder Spitalmühle oder wo Sie sich überall engagieren, da gelingt es. Und es gelingt vor allem auch etwas, was wir brauchen für die Zukunft. Ein starkes Fundament, ein Fundament mit Werten, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht, in denen Nächstenliebe ein ganz zentraler Wert ist und auch Solidarität. Darauf können wir aufbauen und können die Herausforderungen für die Zukunft gemeinsam, die Stiftung wie auch die Stadt, schaffen. Dieses alles haben wir ja auch ausgedrückt in der Charta der Gemeinsamkeiten, wo die Stiftung auch sehr gut mitgearbeitet hat. Dafür auch noch einmal ein Dankeschön. Ja, jetzt gilt es natürlich, den Blick nach vorne zu richten. Wir kommen in unruhige Zeiten, in unruhige Gewässer, aber die Stiftung Haus Lindenhof, die hält klar Kurs und steht auf soliden Beinen und so soll es auch bleiben. Mit dem Team, das da wirkt und das auch die Geschicke bestimmt, da denke ich, wird die Stiftung weitere 50 Jahre sehr erfolgreiche Arbeit leisten. Ich danke Ihnen.